Das hier ist ein Versuch zu Wirbelströmen bzw. Wirbelstrombremsen. Dazu habe ich hier ein sogenanntes Waltenhofensches Pendel. Das besteht hier aus einer Platte und diese Platte ist auf der einen Seite unterbrochen. Die sieht aus wie so ein Kamm auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eine durchgehende Metallplatte. Die ist hier in diesen Stab eingespannt und hat oben eine Pendelaufhängung. Ich kann das hier lösen und ich kann die Platte so umdrehen, dass die andere Seite unten ist. Ich mache das auch gerade mal, wir fangen nämlich so rum an. Außerdem habe ich hier einen Elektromagneten. Momentan ist der aus, es fließt kein Strom. Wenn ich aber einen Strom anmache, dann entsteht hier zwischen diesen beiden Polschuhen ein Magnetfeld. Und immer die untere Seite dieser Platte wird sich dann in diesem Magnetfeld bewegen. In diesem Fall wäre das jetzt die durchgehende Seite, die sich im Magnetfeld bewegt. Noch ist das Netzgerät aus. Wenn ich jetzt hier aber mal einen Strom fließen lasse, dann sehen wir, dass diese Platte ziemlich schnell zum Stehen kommt. Solange kein Strom fließt, pendelt das Ganze relativ ungehindert. Wenn ich aber einen Strom anmache, dann kommt die ziemlich schnell zum Stehen. Das liegt daran, dass sich jetzt hier in dieser Platte mithilfe dieses Magnetfeldes Wirbelströme ausbilden, die dann in letzter Konsequenz dazu führen, dass sich wieder ein Magnetfeld bildet, hier in der Platte, das der Bewegung entgegenwirkt, dass diese Bewegung hemmt. Ich stelle mal einen definierten Strom ein, so in etwa 1 Ampere. Und dann schauen wir uns mal an, wenn ich das jetzt bei 1 Ampere mache, dann pendelt diese Platte so 5-6 Mal hin und her und dann steht sie. Wenn ich das bei 2 Ampere mache, dann steht diese Platte deutlich schneller. Dann pendelt sie gerade mal noch so 2-mal hin und her. Das heißt, die Wirbelströme und damit auch die hemmende Wirkung, die nehmen mit steigender Stromstärke zu. Jetzt drehe ich das hier mal um und dann bewegt sich nicht mehr diese durchgehende Seite im Magnetfeld, sondern dann bewegt sich dieser Kamm im Magnetfeld. Ich hänge das wieder hier rein und ich lasse das wieder schwingen. Und dann mache ich genau das Gleiche, dann mache ich jetzt den Strom an. Und dann sehen wir, obwohl ich jetzt schon bei fast 1,7 Ampere bin, diese Platte pendelt relativ ungehindert. Nochmal. Kein Strom. Strom an. Mal durchaus bis zu 2 Ampere. Und die Bremswirkung ist hier sehr schwach. Ein bisschen Bremswirkung gibt es, aber bei weitem nicht so viel wie vorhin. Das liegt daran, dass durch diese Schlitze sich nicht so gut wie hier oben, Wirbelströme ausbilden können. Und damit ist die Bremswirkung nicht so gut, wie wenn sich hier oben in der Platte die Wirbelströme deutlich besser ausbilden. Nochmal, das ist jetzt hier etwa 2 Ampere. Man sieht, ein bisschen gedämpft ist es, wenn ich es im Vergleich dazu ausmache. Dann pendelt die Platte schon ein Stückchen länger, aber die Bremswirkung bei 2 Ampere ist sehr viel niedriger als in dem Fall, wenn diese durchgehende Metallplatte unten ist.